Der Inhalt der nachfolgenden Spielszenen ist für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren nicht geeignet. Sollten Sie das 18. Lebensjahr noch nicht beendet haben, würde ich Sie bitten, das nachfolgende Video nicht anzusehen und sich stattdessen mit einem meiner jugendfreien LPs ohne diese Kennzeichnung zu beschäftigen. Allen anderen wünsche ich viel Spaß. Herzlichen Dank, Ihr Tefkal. So, liebe Leute, wir finden uns gerade im Menü von Max Payne 3 und mir ist gerade aufgefallen, dass man hier tatsächlich noch irgendwelche Hinweise sammeln kann. Also einen von 6 Hinweisen haben wir jetzt gefunden und so wie ich durch die Welt tinge, glaube ich auch nicht, dass wir mehr finden davon. Interessant, hier gibt es also jede Menge Achievements, die man finden kann. Lohnt dementsprechend sehr zum wiederholten Spielen dieses Spiel. Kaskadiert hier rein. Okay, da ist dann halt da rein. Ja, hier ist die Kamera. That was the chair that she had been held in. I had just missed them. Painkiller, Fernsehen. F. F. E. A dor. Qual idade vem a dor? É dor de cabeça. Es geht gar nicht ums Abnehmen, ja. Dor na virilha. Dor nas juntas. Dor de ressaca. É por isso que existe Interfectum. Schon wieder. Interfectum é um analgésico forte para a dor. Das kennen wir doch schon. This is IMC. We have reports of more violence erupting in Panama, where citizens are still reeling from this attack 2 months ago. Colombian paramilitary group United Souls of the People, or AUP, have been waging a campaign of violence and terror in the area around Bastidas, despite government attempts to stabilize the region. Uh-huh. Staying in Latin America, an explosion of violence in Brazil's largest city, Sao Paulo, as much publicized initiatives to stop feuding between favela gangs and the police have completely failed. Some local activists blame much of the city's problems on the activities of right-wing groups Cracho Preto and Nova Garda, who they accuse of vigilante-style attacks in the areas of the city where police have lost control. Mein Gott, wie viele Gruppen gibt's denn eigentlich hier? Some report a slew of missing persons in the city, a topic that many observers say local law enforcement isn't taking seriously. This turmoil is shaping up to be a hot topic in next year's mayoral election. Right-wing candidate Victor Bronco was once a frontrunner, but is now falling behind in the polls. Well, there may be some aber trotzdem, ja genau. Es gibt einige politische Sturmwolken, aber die Sonne scheint. Mensch, wir sind in Brasilien. Da scheint die Sonne sowieso ständig, außer wenn es mal regnet. She was on the move. If they'd finally decided to kill her, I wasn't doing anything to persuade them otherwise. Das mag wohl sein. Ich will gucken, ob ich noch irgendwas finden kann hier, aber ich sehe nichts, also gehe ich weiter. Und hier wird gerade eine Schießerei stattfinden, zumal ich schon wieder die falsche Waffe ausgewählt habe. Ich würde gerne da hoch, aber ich will vorher ganz gerne sehen, ob ich hier hinten noch was finde. Nein, aber hier kam ich, glaube ich, an, oder? Auf der anderen Seite des Tors. Okay. Geh mal hier hoch für irgendeine Säge oder irgendwas, auf jeden Fall irgendein mechanisches Instrument. Ist das eine Werkstatt hier? There she was, right in front of me. The drunk fool in me wanted to make a play. But I had just about enough sense to know that I'd end up with another dead girl in my arms if I did. Kreissäge? Das wird nicht passieren, meine Freunde. Was? Ja, super. Einfach geheilt. 52 Gegner mit Handfeuerwaffen erledigt. Ach ja, stimmt. So. Vielleicht doch mal ein bisschen Bullet Time. Erstmal so auf jeden 2 Schüsse abgeben. Das kann nicht so falsch sein. Oh, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Bewege mich nur noch sehr langsam, weil ich praktisch tot bin. Und ich würde sehr gerne in Deckung gehen. Vielleicht hier. Da eher. Noch ein Painkiller geschluckt. Ich wusste doch, da kamen nicht mehr neue Leute. Und zwar von links. Schick. Also unangenehm für ihn und auch nicht schön anzusehen, aber
Nett inszeniert auf jeden Fall. Das ist also eine Art Verhörraum hier gewesen. Ne, es ist eher der Transportraum gewesen. Was war das? Schrotflinte, die es keiner braucht. Was finden wir hier drin? Vielleicht noch welche Hinweise. Ja, Painkiller. Painkiller sind gut. I was in a cocaine factory, but I'd stick to the depressants. Ich will mal kurz die Bilder untersuchen. It seems Serrano's boys had targeted the entire Bronco family and didn't give a shit which one they pinched. Ja, warte mal. Habt ihr gesehen, dass er eigentlich eingekringelt war? Das war der Bonze hier. Der ganz links. Marcello. Der war nicht angekringelt. Die beiden Ladies links und rechts sind durchgestrichen, also können sterben. Die drei in der Mitte sind sozusagen, also Victor Rodrigo und Fabiana sind Zielperson. Und wie heißt du nochmal? Marcello ist nicht angekriegt. Das ist vielleicht der Drahtzieher. Der kleine Verräterarsch. I opened the door to the next circle of this low rent. Ja, aber das bist doch schon gewohnt, Max. Bisschen optimistischer hier, bitte. Ich bin echt zu optimistisch für das Spiel. Das ist furchtbar. Was ist das denn hier? Eine neue lustige Waffe, die ich mitnehmen könnte, aber die habe ich ja schon drin gefunden, glaube ich. Kampfmusik ist noch da, also kommen vielleicht noch andere Leute. Ja, ich höre noch was. Genau. Vielleicht mal unauffällig intervenieren, komme ich aber nicht rein. Mist. Zu schnell vorbei. Da stehen wir lieber auf. Einen Schuss nach, den du gerade versemmelt hast. Da bist du. Uiuiui. Ich sehe niemanden. Ach, da, die Beine. Ich kann die Beine erwischen. Sehr schön. Das war knapp. Alles wieder gut. Ja, war doch ganz nett. Lebst du nicht mehr? Da hinten. Und da oben. Granate von irgendwo. Uiuiuiuiui. Das Symbol für das Spiel entdeckt. So, warte mal. Kommt ihr jetzt hierher gerannt? Ja. Warte ich nochmal auf dich hier. Ich warte auf dich hier und zwar so, dass du mich töten kannst. Perfekt. Gut, das Ganze vielleicht normal, vielleicht ein bisschen professioneller, das Ganze. Moment, C. Ist das hier falsch? Oh, kommt schon jemand angerannt, der mich letztes Mal fast erschossen hätte. Dann hätte ich wieder die Beine weg, das kann nicht schaden. Und von da drüben muss noch jemand kommen jetzt. Oder war das der? Ja, genau. So, aufstehen. Und wir machen das am besten. Ich glaube, ich bleibe trotzdem draußen. So, unter der Gürtellinie. 50 Weichteiltreffer. Das gibt es tatsächlich, allen Ernstes. Da oben ist keiner, oder? Nee, aber da oben, da ist jemand. So, ganz schnell Painkiller genommen. Und nachgeladen. Wo sind denn die Herrschaften? Ich will jetzt ungern reingehen. Warte, ich will einfach mal hier decken. So. Da hinten ist keiner mehr, aber das... Da ist noch jemand. Wenn das nicht kaputt ist, einer Gegner mit Gewehr erledigt. Ah ja. Zumindest stehen hier die Titel bzw. die Achievements ausreichend lange da. Warte mal, was ist das denn bitte gerade gewesen? Das war nicht die M4A1. Was seid denn ihr für eine Truppe? Bestens ausgerüstet. Hier camp ich auf jeden Fall lang, das heißt, ich gehe hier nicht lang. Sondern guck erstmal kurz unten, ob ich noch irgendwelche lustigen Wehrteile finde oder irgendwelche anderen Hinweise. Upsa. Irgendwelche anderen Hinweise oder einen nervösen Zeigefinger. Den habe ich schon mal gefunden, zumindest. Da kommst du nicht rein. Ist da hinten noch irgendwas? Zeitung, tatsächlich. Serrano was reading his reviews. Vain chump.
The newspaper was plastered with the news of the first kidnapping attempt. Na, ein weiterer Hinweis gefunden. Schön. Okay. Ach ja, unten hinten muss ich lang. Aber da oben gibt's auch noch. Da hinten ist was Goldenes. Was Goldenes. Schön. Moment. Teil des goldenen LMG 30. Okay. Da würdest du es bitte nehmen. Ach, F. Das ist lustig, dass, mal, dass es mal E ist und mal F. Je nach Lust und Laune. Na gut, jetzt kann ich ja hoch. In diesem Gewehr habe ich auch mal 20 Schuss nur. Das ist ein bisschen wenig. Aber ich nehme an, die sind relativ wirksam. Damals auch schon wie diese, diese Colt Kaliber oder wie der hieß. Ja. Dachte ich mir nämlich auch schon. Deswegen machen wir es direkt mal. Uiuiui. Oh Gott, da unten höre ich ja eine Armee schon wieder. Kommt jetzt alle hier rausgerannt? Ich kann runterkommen. Okay, das war eine sehr missglückte Granate. Ja, lustige rote Dinge. Ach, guck mal. Das war lustig. So, warte mal. Der Typ links wird gleich nachladen. Dummerweise ist der andere schon wieder da. Na, komm raus. Erwischt. Die habe ich nicht. Zumindest nicht genug. So, rechts haben wir schon noch welche. Ja, einer ist da. Der sich gerade anschickt, nachzuladen. Boah, Alter, ihr brüllt die ganze Zeit irgendwas. Das ist aber geil, dass ihr irgendwie... Ihr seid praktisch Gänger oder zumindest relativ einfach Handlanger, habt aber schon Sturmgewehre so im Kram. Das ist sehr interessant. Da kannst du dich natürlich fragen, wen ihr ausgerüstet worden seid. Ich meine, eure Chefs sollen irgendwelche Paramilitärs gewesen sein. Okay, das kann ich akzeptieren. Moment. Auf jeden Fall in Deckung bleiben. Mein Kopf ist im Weg, mein Kopf. Aber ihr selbst? Seid mir irgendwelche komischen Goodies. Das war eine super Idee gerade übrigens. Oh, Sprengsatz. Ja. Ich glaube, es ideal wäre, theoretisch einfach nur hier zu bleiben. Und zu warten, bis jemand durch die Tür kommt. Aber das will ich ehrlich gesagt nicht. Da kommt gleich jemand durch die Tür. Moment. Wie wär's, wenn ich einfach hier decke? Weg, 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 weg. Nicht doch. Ih, ins Kinn. Mein schönes, gerades, gerade gezogenes Kinn. Ja, wiederholen. Der lädt etwas zu schnell. Da kann man sich gleich darauf vorbereiten, dass man jetzt spielen muss. So, geh nochmal runter. Und stifte hier mal ein bisschen Unruhe, indem man kurz anschießt. Ja, genau. Genug Unruhe. So, und der da hinten kommt schon mal gefährlich nah. Wieder zwei weg. Uiuiui. Hört mal auf, irgendwelche komischen Ach du großer Gott. Ihr knallt mir einen Explosivkörper nach dem anderen einen Latz. Während ihr mich beballert. Das muss ich vielleicht mal irgendwie anders regeln. Kann ich da oben irgendwie rein? Ich meine, ich könnte ja von da oben wahrscheinlich wesentlich besser schießen. Und wieso läufst du so wie so ein... Als wärst du torkelig. Ich meine... Ich hoffe, du hast jetzt mal nichts getrunken. Ich mal hier so ein bisschen das Ganze frei halte. Kann das nicht schaden. Da ist wieder irgendwas Rotes. Aber es erwischt mich nicht, weil es irgendwie kurz vor der Mauer liegt, Gott sei Dank. Wieder einer tot. Mist! Nach, nach, nach. Gut. Noch einer. Gartik, vielleicht einer von unten hier lang geschlichen. Ich nehme mal kurz einen Painkiller. Nicht! Nicht! Ah! Weg! Wohin? Ja. Wirklich viel mehr entkommen ist hier auch nicht, was sowas angeht. Oh,
der ist kurz gleich dahinter, hinter der Mauer. Das heißt, er wird mich nicht erwischen. Aber ich hätte günstigerweise umgeworfen, sodass ich gut erledigen konnte. Sehr, sehr schön. So, jetzt kommen wir mal raus hier. Ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit würde uns gut tun. Man hätte gleich, ob die Leute waren. Aber hier bin ich mehr oder weniger sichert, weil sie nur aus einer Richtung kommen können. Und die habe ich relativ gut im Blick. Nicht wahr? Habe ich gut im Blick. Total gut im Blick. Solange noch jemand brüllt, ich ganz gerne hier bleiben, aber. Alter Schwede. Musst du hier hoch? Du musst mal hier hochkommen. Nö, du kommst nicht da hoch, weil du auch tot bist. Super. Das Ganze also nochmal. Gut. Kaputt. Ja, ich wähle die gleiche Taktik wie eben. Hier kurz abhauen, genau. Hier so ein bisschen sichern. Weil da haben sich relativ viele Leute gebündelt immer. Mist, lad nach. Komm mal her. Genau. 10 Schuss noch, kurz nachgeladen. Da lebt keiner mehr, das ist schön. Da, der lebt auch nicht mehr. Ich höre schon wieder 10.000 Leute, das ist Wahnsinn. Was ist da hinten? Das ist irgendeine Schiffswerft oder was? Also ein kleiner Dock, doch, ein kleines Dock. Warte mal, nee. Wo schießt man auf mich? Ach, da unten ist einer. Und da hinten ist jemand. Niemand ist gut. Jetzt in Menge. Was ist denn? Das war nicht so clever. Und der kommt hier ganz schön nah. Also die Position ist relativ gut. Da kann man nicht so viel falsch machen. Man kann jede Menge eventuell Kopftreffer abstauben. So, rechts war garantiert noch niemand. Ja. War jemand? Kann ich jetzt vielleicht raus, ohne dass ich sofort erschossen werde? Schön ohne Deckung langlaufen, das ist ganz wichtig. Was gibt's hier? Ein Gang. Naja, ein Gang ist gut, ein Kurzgang. I hadn't seen Fabiana in a worrying amount of time, but at least I wasn't following the trail of her fingers. Das ist wahr. Ich wäre wahrscheinlich ganz schön anstrengend, jetzt meinen Finger oder deinen Zeh abzuschneiden. Während sie kratzt und beißt und schreit und sich wahrscheinlich wehrt. Ich finde es immer schön, wie er unauffällig die ganzen quietschenden Tore öffnet. Eigentlich gut, ich kenne es ja geschossen, sind wir ehrlich. Keine Ahnung, was abgeht, aber ich werde auf jeden Fall mich schon mal decken. Hier kommt. I had to keep on going across the ja, hier kommen gerade irgendwelche Leute. Warum wechselst du eigentlich jedes Mal in die sinnloseste Waffe, in die Pistole? Ich meine, ist ja ganz nett zu sehen, wie du mit einer Hand die Pistole und ein anderes Gewehr hältst, aber. Oh, warte mal. Hier vielleicht dich gerade. Aber an sich ist es nicht so. Erstrebenswert. Oh, guck mal, eine weitere Waffe. Teil des goldenen MG30. Uns fehlt halt praktisch noch ein einziges Teil. Schön. Findet man alle in einem Level? Hm. Das wäre interessant. Gehen wir also kurz vorhin mal hier rein. Malaria-Tablets might have been more useful out there. Ja, aber erstmal sind die Painkiller ganz gut. Dankeschön. Wahrscheinlich da drüben lang. Aber nicht, gibt es hier gerade irgendwas Cooles. Beweismaterial vielleicht? Ja, Torkontrolle, immerhin. Ah. There they were. I had the feeling I'd been running one step behind ever since I got to this country. Es könnten ein paar knifflige Schüsse werden, wenn ich die. Maybe a few years before wenn sie die immer noch haben. Well. Er hat schon wieder die verdammte Waffe gewechselt. Ich sehe das doch. Gib mir das Gewehr. Warte mal, wenn ich jetzt hier rüber zu gehen versuche, werden wahrscheinlich gleich eine ganze Armee auf mich zukommen. Ja, muss wohl sein.
Ich halte schon mal den Finger auf der Space-Taste, auf der Bullet-Time-Taste gedrückt. Parat, nicht gedrückt. Drückt doch nicht. Hier kann ich mich decken. Sehr gut. Das Feuerwerk? Ach du Scheiße. Lauf doch weg da. Hast du ein Gefühl, dass wir jetzt nicht besiegbar sind oder nicht dafür da sind, besiegt zu werden? Hier hin, komm. Nee, nicht ganz so gut. So, Moment. Bullet Time. Okay, Death Time ist auch Bullet Time. Mist, noch ein Schuss. Stirb. Stehst du besser auf? Da komme ich noch weitere unfreundliche Herren. Kann es sein, dass das Schiffchen immer noch hier rumkurft und mich nervt? Gut. Noch einer. Gut. Na komm raus. Jetzt ein Scharfschützengewehr, wäre nicht schlecht, aber es geht auch so. Ganz ehrlich, man kann das Spiel irgendwie auch spielen mit irgendeiner Zielhilfe oder irgendwas, wenn ich es richtig verstanden habe. Das finde ich ziemlich lächerlich. Also man kann sozusagen den Grad auswählen, wie einem beim Zielen geholfen wird. Ich habe, glaube ich, den minimalen Grad eingestellt. Also den. Also praktisch gar keine Zielhilfe. Wobei ich es auf dem Stand nicht will. Da ist noch ein goldenes Teil. Ist das das letzte von. Nee, ist unsere Pistole. Oder irgendwas Rundes. Das letzte Teil tatsächlich. F. Was kriege ich jetzt dafür? Goldene LMG 30. Ich sammle alle Teile. Toll. Und? Ich gebe jetzt zu, ich bin jetzt nicht so die, wie nennt man das freundlich, die Achievement-Hure. Ich finde es alles ganz nett, aber jetzt auch nicht so, dass man sagen muss, boah, deswegen reicht 20 Mal für irgendwelche Levels. Das ist mir meistens ziemlich egal, mir ist die Story wichtiger. Aber offenbar, komme ich hier gerade nicht so richtig gut weiter. Okay, durch das Tor hier durch. Natürlich das Einfachste. Ja. Sag mal. Und jetzt lässt du nach. Natürlich lässt du jetzt nach. Ich bin gleich tot. Oh, man kann das mal keinen Fahrer ausschalten. Okay, ich habe mich geirrt. Man kann das Boot doch ausschalten. Und da hinten störst du ja schon so ein bisschen. Alter, wie viele sind hier noch? Ach du großer Gott. Nein, nein, da habe ich gerade das Boot ausgeschaltet. Und jetzt kommt der Typ noch an. Wie gemein. Komm, wiederholen. Wo fangen wir an? Hier, okay. Oh. Ich dürfte dich wohl erwischt haben. 8 Schuss habe ich noch. Das Boot! Ich habe den Fahrer erwischt. Sehr, sehr gut. Lustig. Kommt jetzt wieder raus. Der Typ soll nicht so ein Problem sein, aber hinten kommen gleich wieder Leute angelaufen. Ja, deswegen ist ein bisschen mehr aufpassen. Da hinten sind noch Leute. Hier ist einer. Ist der Typ da hinten weggerollt oder, also jetzt lebend oder tot weggerollt? Offenbar lebend. Warte mal, du kannst dich mal ein bisschen tot wegrollen. Komm, ich weiß, dass du noch lebst da hinten. Ich weiß, dass du noch da bist. Die bewegen sich ja hier auch ganz gut. Das finde ich gar nicht mal schlecht. So. Da ist noch einer. Alter! Uiuiuiui! Stirb mal bitte! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Komm hier hoch! Du kannst nicht hier hoch! Hilfe! Vielleicht ein bisschen Entfernung gut machen, dass ich den Typen von aus der Nähe erledigen kann. Da ist wieder irgendein Painkiller, den kann ich sehr gut gebrauchen. Ebenso Munition. Habe ich Hinweise noch? Nein. Ich habe gar keine Zeit, irgendwelche Hinweise zu lesen, genau genommen. Meine Güte. Eine Ballerorgie hier.
Puh, aber aufgeschlagen habe ich das genau, das erwartet, als ich schon die Docks gesehen habe. Also als wir hergefahren sind mit dem Boot. Da wusste ich irgendwie schon, hier gibt's reichlich Zoff. Weil hier ist niemand in der Nähe. Niemand, der den Leuten hier irgendwie Einhalt gebieten könnte. Ich höre schon wieder über die Stimmen. Auf jeden Fall muss ich mal schön... Nein, nicht da decken. Vielleicht lieber hier decken. Wie kannst du auf mich schießen, bitte? Ich sehe dich nicht mal. Oh, warte mal. Du siehst mich aber schon. Die bewegen sich wirklich clever hier. Die KI ist echt gestiegen. Finde ich sehr, sehr geil. Aber gut, sind ja auch, keine Ahnung, 100 Jahre her. Deck dich doch mal! Falsche Taste, Mist. Mist! Mist! Bitte, bitte, bitte nicht. Irgendwie ganz am Anfang. Och nee, nicht schon. Nicht hier. Immer wieder hier. So, Moment, gleich mal das Boot anfahren. Ich bleibe in Deckung. Und schieße auf den Steuermann. Tschüss. Ach, da hinten. Ja, tschüss. Boom. Sehr, sehr schick. So, hier auf dem Boot war jetzt einer. Quatsch, ein Schlitzschuss. Da hinten brüllen freundliche Herren. Wahrscheinlich wollen die nur mit Kaffee trinken. Okay. Das war auch gerade ein Schuss ins Blaue, so ein bisschen, oder? Willst du doch mal so ein Köpfchen auf? Hier. Das ist Nummer 1. Na komm her. Okay, jetzt gerne Granate oder sowas. Ah. Das könnte er gewesen sein. Sehr schön. So, jetzt ein bisschen aufpassen, dass hier gleich irgendwelche Leute kommen. Kommt da, zwei kommen da. Boy. Oh, warte mal, du gehörst gleich zu mir. Beziehungsweise du lebst noch. Painkiller und schnell zurückziehen. Denn hier gibt es viel zu viele Kugeln, die nicht von mir stammen. Ah ja. Schön, schön. Nimm mal einen Painkiller und renn, Max, renn! Und vor allem überlebt es mal langsam. Da hinten ist einer, der dich töten will. Das ist hier was ganz Neues. Ich werde irgendwie alle drei Schuss nach, oder? Da ich nur 20 Schuss habe, ist jeder Schuss wertvoll. So, ganz kurz. Hier mal decken. Ihr kommt gleich von da links angelaufen. Das ist kein Problem. Da warte ich mal kurz hier auf euch. Hinter dem Schild und treffe euch mal so überhaupt nicht. Schon. Zwei Schuss noch. Ich hatte sie getroffen, nützt mir aber nicht so viel. So. Jetzt noch jemand. Aus der Deckung raus und dich ins Visier genommen. Ich wollte sagen, war es bitte mal? Nein, natürlich nicht. Ich bitte euch. Ein neues Boot! Ein neues Boot! Weg dich! Wie machen wir das am besten? Vielleicht so? Ja! Ich war auf die Explosion. Das sah gut aus. Hat zwar nicht viel gesehen, aber ich habe gesehen, dass es passiert ist. Da ist noch einer. Der ist zwar feige versteckt. Oh Gott, es könnte der letzte gewesen sein. Garcia ist gestorben. Mit einer großen Explosion. Großartig. Endlich. Lass mich hier durch, lass mich hier raus aus diesem Höllenloch, ey. Was ich rate, ich kann sie immer noch nicht retten. Sie entkommen knapp. Kann ich vielleicht wenigstens einen töten noch? Per Quicktime oder so? Ich habe nur Ingram in der Hand, klar, habe ich keine Zeit gehabt. Oh, das ist schlecht. Schick. Also animiert ist ja relativ gut, muss man mal sagen.
Gut, das Wasser sieht ein bisschen lächerlich aus, aber trotzdem nett gemacht. Ach, jetzt bist du endlich da. Was hast du letzte Zeit gemacht? Kaffee getrunken oder was? Wo mag Fabiano wohl sein? Im linken Schuh bestimmt nicht. Okay, don't worry, hang on. Boy, did I need to hang on. The whole operation was slipping out of our grip. I was an overconfident jump and going into the jungle alone. Oh, warte mal. Es wirkt wie ein Minispiel. Sehr geil. Juhu. Es ist wie James Bond hier. Immer auf die Fahrer. Das haben wir gelernt bei James Bond. Immer auf die Fahrer. Aber es gibt keinen Fahrer hier. Also keinen Einzelnen zumindest. Jetzt gerade nach oder was machst du hier? Dann schießt auf uns. Ja. Können wir jetzt wieder erledigen? Uiuiui. Krass, wir schaffen es doch noch. Das ist unglaublich rasant, das Spiel. Was ist da? Oh nein! Das kennen wir ja schon. Ja, ja, toll. Sag mal. Wirklich viel am Platz hier. Sag mal. Ich mach Dauerfeuer schießen. Achso, machen wir zu heiß, okay. Du. Der ist kaputt. Ja, du, ich steuere das Ganze nicht. Nee, oder? Shit. Du bist auf jeden Fall mal tot. Ach du großer Gott. Ich lenke mal ein bisschen ab. Ah. Ich mag solche Mini, also ganz so kleine Minispiele auch nicht. Dieses, oh Gott. Schieß doch. Gott sei Dank. Dieses Railroad-Ding. Oh, verdient. Aber das macht irgendwie schon Spaß. Ja, sehe sie doch. So, ich kann mich auch nicht mehr drehen. Doch, jetzt geht's. Wieso habe ich nicht erwischt? Also nicht getötet zumindest. Alter Schwede, wie viele Leute sind das? Wahrscheinlich sind alle für einen Apfel und ein Ei zu ernähren hier. Bein, Heart of Pain. Wahrscheinlich 100 Beintreffer lese ich gerade. Gleich explodiert, ich habe irgendwas getroffen. Oh ja, sieht gut aus. Willst du vielleicht noch irgendwas machen? Ja, können wir jetzt fahren? Schön. Ach, ich merke erst jetzt diesen riesigen Krater hinten im Boot. Ja gut, dann will ich mal nicht sagen. Natürlich noch nach dem Auto. Aber die kriegen wir auch hin. Auch nichts. Alles gut. Alter Schwede. So, Moment. Waffen wird zu heiß. Ist ja ganz fantastisch. Hier habe ich lieber ein heißes Eisen in der Hand, als die ganze Zeit erschossen zu werden. Noch jemand? Natürlich noch jemand. Kosten Autos sind schön. Hey, that's them. We're back. Oh, schön. Nice job. I'm sure they missed. Ja, das glaube ich auch. Nee, oder? Kann ich bitte mal erledigen? Okay, ist schon gut.
Was für ein, wir kommen jetzt hier nicht durch. Hey, I got an idea. Hold on. Hat gerade irgendwas mit dem Sprung zu tun, oder? Ich find's jetzt schon nicht geil. Und wieder Leute, natürlich. Hallo Freunde. Da links wäre irgendwo irgendwer. Ach da. Sag mal, dein Boot ist fast kaputt. Na, 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 na. Seid ihr bald mal. Ich schieße da 20 Mal gegen den Kopf, aber es war nur die Scheibe, glaube ich. Ah, das war nix. Was tue ich hier eigentlich? Wohin fährst du? Ja, komm raus. Da muss man erst ein bisschen aufstehen. Du musst aufholen. Ja, bitte mach mal. Von rechts, alter Schwede. Ja, weiß Gott. Ja, wäre nicht schlecht. Oder dem Militär oder was weiß ich was. Gott. Haben schon den nächsten Leute angefahren. Einen habe ich schon erledigt. Was sind offenbar mehr im Boot? Jetzt mal die Frage, wer fahre ich jetzt auf? Der linke. Vielleicht der rechte wahrscheinlich. Nee, das Boot ist kaputt. Hey, we're on him again. Mal ernsthaft, wie viele tausend Leute habe ich mittlerweile getötet? Ist auf jeden Fall schon signifikant für die brasilianische Bevölkerung, würde ich sagen. Wollen mich rammen? Die wollen uns rammen. Ach du Scheiße. Wie das? War das unser Boot? Gescheitert? Ach so, ach verdammt. Weil wir zu viel Schaden erlitten haben. So, ich würde mal sagen, ich beende hier erstmal für heute dieses Let's Play. Ich weiß, ganz, ganz schlimm mitten in dieser Szene, aber die Szene ist wahnsinnig lang, muss man sagen. Und damit kann ich wunderbar einsteigen wieder zum nächsten Mal, denn das ist, man kann es relativ schnell einfinden, baller die Leute ab, die dir auf dem Boot entgegenkommen. Das passt ganz wunderbar und ich bin davon überzeugt, dass wir Fabiana nicht retten werden heute. Die werden es irgendwie entkommen. Wie werden wir nächste Woche erfahren? Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.